Stab der Übelkeit einfach mal mitnehmen. Und dann hier dieser Goblin. Wunderbar. Oh, Baurus hat richtig viel Schaden bekommen. Mann, Mann, Mann. So, da hinten ist wieder einer von diesen komischen Pflanzen da. Pass auf! Ich bin auf eurer Seite. Alter, dann treffe ich den. Baurus ist bewusstlos. Ist er das? Jo, das ist er. Dann haben wir ihn ausgenockt. Also das Gute an diesen unverwundbaren Charakteren ist, dass man keine, ja, Hauptperson töten kann. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Oh, ich möchte da drankommen. Oh, jawohl. Hm. Oh, sehr gut. Noch einen starken Heiltrank. Sehr, sehr gut. So, jetzt wäre so ein Zauber wie andere heilen natürlich Gold wert. Aber sowas besitzen wir ja leider nicht. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach mal unser Schwert. Nein. Ach, nur gelähmt, nur gelähmt. Ach ja, wir brauchen... Oh, da ist ein Dietrich, sehr schön. Oh nee, wir wissen ja nicht, wo es Dietriche gibt. Oh nein. Hey, wo ist er denn? Hallo? Bist du hier oben? Wow. Okay. Stahlpfeil, Zwergenschild. Ja gut, das reicht erstmal. So, Baurus, steh wieder auf. Ha, ja, lauf mal weiter mit unserem Pfeil im Arm. Das war nicht unsere Schuld. Oh Mann, bitte schreibt mir in die Kommentare, wo man Dietrich herbekommt. Ach, ist das ärgerlich. Ein Dietrich nur. Also ich weiß gar nicht, was wir da machen können. Wir könnten uns diese Zauber ja kaufen. Aber, ich schau mal kurz. Das ist ein Veränderungszauber. Und unsere Veränderung ist gerade bei 61. Das ist gar nicht so schlecht. 61 ist echt gut. Dann trainieren wir die einfach mal ein bisschen mehr. Und dann können wir uns, ja, Zauber holen, die dann unsere Kisten öffnen. Das könnten wir im schlimmsten Fall noch, ja, als Ziel setzen. Wow. Sehr gut. So, dann machen wir mal wieder Lastlindern. Sternenlicht. Schutz. Gehen wir mal vor, dass Baurus nicht gleich wieder umkippt. Okay. Dachte jetzt schon, wir treffen das Vieh nicht. Zusammenbleiben. Oh, Schützenfertigkeit verbessert. Sehr schön. Wo ist denn Schütze jetzt eigentlich? 45. Ja, komm, dann skillen wir das jetzt mal wacker auf 50. Damit wir da auch Geselle sind. Und mal schauen, was sich dann ändert. Vielleicht kriegen wir ja dann irgendwie so eine schöne Neuigkeit, dass wir jetzt beim Sprinten, was weiß ich, irgendwas kriegt man ja dann immer. Boah, wie groß ist denn hier dieser Dungeon? Hätte nicht gedacht, dass das hier so lang ist. Oh, noch eine Truhe. Starker Heiltrank, sehr gut. In Ordnung. Der Raum mit dem Tisch ist direkt hinter dieser Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wer ihn dorthin gestellt hat. Zufällig weiß ich, dass ihr einen guten Blick auf den Raum, in dem das Treffen stattfinden wird, haben werdet, indem ihr die Treppe dort hinaufsteigt. Ich denke, ich sollte mich besser um das Treffen kümmern. Ihr seid meine Unterstützung. Haltet dort oben Wache, falls es Schwierigkeiten gibt. Ja, wenn du das sagst. Ja, in Ordnung. Gut, denk daran. Ohne dieses Buch dürfen wir hier nicht weg. Das ist unsere beste Chance, das Amulett zu finden. Alles klar, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Hör zu, vielleicht überlebe ich nicht. Aber wenn nicht, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst das Buch bergen und das Amulett der Könige finden. Ich verstehe.
verstehe, wir werden das zusammen machen. Ich bin froh, euch zur Rückendeckung zu haben. Okay, los geht's. Alter, nicht, dass der jetzt stirbt oder so. Ich hole mal lieber unser Schwert raus. So, schnell nach oben hier. Boah, hoffentlich war das die richtige Entscheidung, dass er jetzt sich mit diesen Typen trifft. So. Da ist Baurus. Oh, fuck. Alter, warum hat er mich denn gesehen? Ich habe doch gar nichts gemacht, Mann. Oh ja, da ist das Buch. Oh, Gott sei Dank. Ich habe nun das vierte Buch. Ja, ja, haben wir. Da ist ein Schlüssel und so. Irgendwo ist da noch einer. Ja, wo denn? Alter, oha. Schnell, 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 schnell. Aber Baurus ist jetzt nicht gestorben, oder? Nein, nein, nein. Baurus, du überlebst das. Sehr gut. Alter, ich kann den nicht treffen. Down. Oh. Oh, die haben sehr, sehr schöne... Drei weitere, die sich nicht mehr bei ihrem Meister melden. Sie haben sehr schöne Sachen dabei. So, oh, hoffentlich ist alles in Ordnung. Ihr besitzt nun alle vier Bücher und ihr solltet jetzt die Sache selbstständig in die Hand nehmen können. Ich muss zum Wolkenherrschertempel. Mein Platz ist an Martins Seite. Alles klar. Ja gut, dann vielen Dank für deine Hilfe. Ja gut, also anscheinend ging doch noch alles gut. Aber ich wollte mich eigentlich nur da hinten verstecken, weil ich dachte, wenn der hier lang gekommen wäre und wir wären da oben gewesen, hätte der uns doch viel eher sehen können, oder nicht? Also ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber wir haben das Buch und das ist die Hauptsache. So, für die Leute unter euch natürlich wieder. Wie versprochen. Da. Und Mystik. Fertigkeit verbessert. Sehr schön. Oh, das war falsch. Ja, war eine spannende Mission. Ich dachte erst, wir haben es jetzt verkackt. Aber es ging noch alles gut und wir können schon wieder ein Level up werden. Das gefällt mir sehr. Dann sind wir schon Level 16. Ja, und dann kann die Post abgehen. Sehr gut, dann gehen wir jetzt hier hoch und gehen einfach weiter. Alter. Haben die ja einfach mal so eine Art Hauptquartier. Mythische Morgenröte Band 3 können wir einfach mal mitnehmen, um es zu verticken, weil Wert, Dietriche. Hier, Wert 80 war es, glaube ich, ist gar nicht mal so schlecht. Die nehmen wir auch mit, zack. Zack. Truhe, sehr gut. Alter, wie geil. Kriegsaxt der Stromspannung. Mitnehmen. Zack, zack, nochmal zwei Dietriche und 380 Goldstücke. Sehr schön. Und dann nehmen wir einen Federtrank. Da ist er. Sehr gut. Jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Dietriche. Das ist sehr gut. Also in Dungeons kann man auch viele, viele Dietriche finden. Aber trotzdem reicht das natürlich nicht. Oh, jetzt sind wir richtig schnell unterwegs. Sehr schwer. Ach du Scheiße. Ne, das können wir nicht wagen. Das geht einfach nicht. Nicht bei dem Dietrich-Mangel, aber vielleicht haben wir irgendwo eine Spruchrolle. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Nein, ich glaube nicht. Oh, öffne ein leichtes Schloss, immerhin. Ne, leider nicht. Dann müssen wir die echt stehen lassen. Schade, schade, aber die würden wir niemals aufkriegen. Es sei denn, ich würde abspeichern. Ich guck einfach, wie viele Versuche ich brauche. Muss ich mehr als zweimal reinladen, dann ist diese Truhe unnötig. Aber wenn ich es wirklich schaffen sollte, was ich mir kaum vorstelle, also aber wir könnten mal automatisch versuchen machen. Nein, ich glaube automatisch versuchen, da können wir gleich aufgeben. Ich möchte einfach gucken, was da drin ist. Also das interessiert mich wirklich, aber ich glaube automatisch versuchen. Ja, es wird nichts. Mit automatisch versuchen wird das nichts, denke ich mal, weil das Schloss einfach zu krass ist. Ja, das wird nichts. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich könnte es natürlich auch probieren hier mit, ne? So, aber das kriege ich niemals hin. Ach, da habe ich keine ruhige Hand für. Nein!
Oh Gott, warum? Das kann nicht wahr sein. Wir sind so gut dabei gewesen. Wir sind so gut dabei gewesen, Leute. Mach. Da habe ich keine ruhige Hand für. Das ist zu krass für mich. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Ich habe jetzt schon schwitzige Hände, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, mit dem ersten wieder. Ich raste gleich nur wieder aus. La 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 la. Okay, wir tun einfach so, als hätte ich das niemals getan. Wir gehen einfach weiter und wir haben es niemals probiert. Warum probiere ich es denn überhaupt? Wieso? Könnt ihr mir das erklären? Bitte. Wenn ja, dann schreibt einfach in die Kommentare, dass ich behindert bin. Stirb, du Mistvieh, Mann. Ich lasse jetzt alles hier an diesen blöden Goblins raus. Ja, renn doch noch mal weg. Du hast Eier. Weißt du das? Du bist der Goblin mit den dicksten Eiern. Du bist hier Mr. Golombek Motherfucker, der... Oh ja. Oh ja. Hier ist die Party los. Oh, er ist schon wieder geheilt. Kann das sein? Heilt er sich eigentlich nur? Kann er auch was anderes? Oder kann er das nicht? Würde mich mal interessieren, ob er noch was anderes kann, außer sich zu heilen. Bin mir nicht sicher, ob er das kann. Wenn er sich jetzt nochmal heilt, ne? Dankeschön. So, also es tut mir wirklich leid, dass ich gerade wieder so, ja, wunderbar gefailt habe, aber... Schau, manchmal ist das leider so, aber wir haben jetzt einfach so getan, als hätte ich es nie gemacht, also ist alles wieder im Lot. Ach, hör doch auf, deine Scheißviecher da zu beschwören, ey. Das macht dich nicht cooler. Wir machen ja kaum Schaden. Ich glaube, dass, meine Waffe gleich kaputt ist. Und wir können sie nicht reparieren. Jetzt wird er sich ja auch nochmal heilen. Boah. Dankeschön. Endlich ist das Ganze hier vorbei. Also die Viecher hier sind wirklich ganz schön stark. Müsst ihr zugeben, oder? So, da haben wir wieder ein paar Tränke. Noch mehr Tränke. Sehr schön. Wow. Nordhandschuhe. Sehr, sehr geil. Also wir finden wieder richtig schöne Schätze hier. So, ich denke mal, waren wir hier schon? Ne, ich glaube da... Weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ich glaube ja hier. Aber hier ist gar nichts mehr, oder? Außer so ein Käfer. Okay. Ja, weil es so spät ist, komme ich manchmal auf dumme Gedanken, wie dieser Gedanke da, dieses schwere Schloss zu öffnen. Das regt mich dann auf, wenn ich sowas mache, wirklich. Muss ich ja einfach mal an dieser Stelle zugeben, dass ich so auf dumme Gedanken komme, das ist echt... Das muss nicht sein. 345. Und die könnten wir, ja... Könnten wir eigentlich noch mitnehmen, aber es wird, glaube ich, dann zu schwer. Deswegen lassen wir sie einfach mal. Wir haben ja jetzt erstmal genug Gold, also Goldprobleme haben wir jetzt erstmal nicht. Ein Hase hier unten? Was machst du denn hier? Wie süß. Okay, wo kommen wir hier hin? Ich denke mal, dass wir hier wieder rauskommen. Ist hier nicht sonst noch was? Hier ist doch bestimmt noch was, oder? Gucken wir einfach mal. Es wird nun langsam auch Zeit für ein Aufnahmeprojizieren. Ja, hier geht's weiter hoch, aber da kommen wir auch irgendwo hin. Ich schau mal kurz auf die Uhr. 33 Minuten, ja, dann können wir jetzt noch ein paar Minuten spielen. Wir werden dann hier noch rausgehen und dann, ja, war's das mit der Aufnahmesession.
Hier haben wir den Schlüssel nicht für, okay. Ist hier irgendwas noch oder? Ich weiß es gar nicht. Also für mich sieht das hier nicht irgendwie so aus, als wäre hier noch irgendwas. Hier sind nur irgendwie noch Monster, ne? Aber sonst eigentlich nichts. Ja gut, dann sind wir hier fertig. Haben wir vielleicht Glück und da ist noch was? Oh! Durchschnitt. Oh, Leute. Ja! Ach, und dann so eine Kacke, ehrlich, ey. Oh, boah, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Ach ja, das war echt toll. Da kriege ich es hin. Ein Dietrich haben wir, glaube ich, verschwendet. Ja, und dann sowas. So, und ich möchte jetzt bitte kurz ganz schnell zum Marktplatz. Denn ich möchte schauen. Ich überlege gerade. Ich hätte keine Ahnung, wo wir da hin müssten. Vielleicht zu so einem Gemischtwarenhändler. Das könnte ja sein. Was ist das denn hier? Bitte haben die Läden noch offen. Sehr schön. Furchtbare Münzbeutel oder so stand da gerade. Schauen wir da kurz rein. Was kann ich heute für euch tun? Was darf ich euch anbieten? Ne, leider nicht. Dafür hat er Elfenpfeile. Naja, können wir uns gut merken. Aber ja, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn ich da gerade ein bisschen ja, mehr oder weniger gefailt habe. Immerhin habe ich ja die Truhe dann ja noch weggelassen. Ich wollte wirklich nur gucken, was da drin gewesen wäre. Und manchmal ist es ja so, wie ihr bei dem Durchschnittstruhe gesehen habt, nur Schrott drin. Und ja. Naja, also das war's für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.